Meine Abonnenten wissen ja mittlerweile jetzt gerade, was hier auf uns zukommt gleich. Ihr aber noch nicht. Tod und Verderben. Ja, sowieso. Komm, kotz dich aus, wir wollen es wissen. Kotz dich aus, Mark. Nee, noch nicht. Da, 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 Nein, will ich da, nicht. da. Halt die Klappe. Nein! Kann jemand mal den das Maul stoppen? Nö. Nope. Mach selber. Du willst eine Aufgabe haben, oder nicht? Willst du aber jetzt wissen? Ach so, hab ich schon, okay. Nee, kannst du noch nicht wissen. Ich will mich jetzt aber wissen. Darfst du nicht. Sollst du nicht. Mach ich nicht. Will ich nicht. Kannst du nicht. Wow! Okay. So. Geht auch. Hey, das geht auch. Cool. So, Torchman, diese Reihe hier, die du jetzt hier gerade gemacht hast, darfst du so hoch bis zur Decke machen und das einmal ringsrum. Das wäre sehr nett. Okay. Dass er das auch macht, ich bin Ich fasziniert. verstehe nicht, warum es das nicht im Dings gibt. Menü. Ja. Aber okay. Aber das darf weg, das darf weg. Darf Ey, kennt weg, ihr auch diesen das komischen darf weg, nein. Bug-by-Steam-Spiel? Was für ein Bug-by-Steam spielen? Ich habe immer den Bug-by-Steam-Spielen, egal welches Spiel ich neu starte, kommt da erstmal irgendwie so komisch auf Pink heran. Was? Was du? Alle Texturen sind auf einmal pink und negativ. Wovon redest du? Du hast ja Komisch schon einen Computer, gerade. ja, und kein Taschenrechner, mit dem du Steam-Spiele spielst. Ich würde auch sagen, Taschenrechner. Es ist Torchman, was erwartet ihr? Ja gut, da Aber es ist funktioniert ja nur nicht mal beim das ersten Mal Headset. starten. Er kann sich ja noch nicht mal ein Headset leisten. Nee. Also Torchman, sowas habe ich überhaupt nicht. Erstmal voll blind, Oh, aber da wie oben ist der willst du Stolle. das Soll ich dann den mal machen? runterziehen? Oh ja, gerne doch. Ja. So, Er will Stolle. nicht wissen, Und wie jetzt. geschieht. So, Stolle, jetzt wird's langsam Zeit. Jetzt musst du dich entscheiden. Kauf Er dir hat die Minecraft. Lautsprecher aus. Auf den Minecraft. So. Wie wär's? Wir kriegen einfach ein Weihnachtsgeschenk. Ja, Mammut. Quatsch, Mammut. Hamster und ich haben uns schon überlegt, ihm das zu Weihnachten, zum Geburtstag zu schenken. Bis er, wenn er es bis dahin nicht hat. Genau. Zum Geburtstag? Wir werfen ja mal ein paar Mark 50 zusammen und kaufen ihm das. Genau. Also ihr geht nach Minecraft.net rein und klaut euch eine Version, ja? Genau. Ich habe sogar noch eine Version übrig, aber das hätte dann meinen Im Namen. Prinzip könnte man das so sagen. Wir klauen uns da die. Wir kaufen uns vorher die Ausrüstung für teuer Geld, damit nur damit wir eine Version Minecraft kaufen können. Vier Stück. Richtig. Hallo! Yay! 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 Was? Ich liege echt. Yay! 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 Gut, dass er jetzt erst da ist und nicht gerade vor ein paar Sekunden gekommen ist. Ja. Jetzt nochmal auf Deutsch, bitte. Yay! Gut, dass er jetzt erst da ist und nicht erst vor ein paar Sekunden. Ich sagte Deutsch. Halt die Klappe. Versteht Hier, wo du niemand. wohnst. Zurück, Alle, Ausländer, zurück! Langsam brauchst du Ihr echt eine kommt Minecraft-Stolle. nicht vorbei! You should know Durch den Hast du Zoll und schon? so. Passt. So, Mammut fertig. Sehr schön. Hast du das ringsrum gemacht? Nee. Oh, was kannst du eigentlich? Nicht schlecht. Ding Nicht rum, schlecht. Ding. Oh. Bauchschlampe? Das ist kontrolliert. Ja, und wenn du das hinten anziehst, fliegt es in die Richtung vom Mond her. Danke. Das solltest du bedenken. Er wird schon wissen, was er tut. Er ist Profi. Pass Vergessen? auf. Stimmt. Immerhin ein Profi haben wir hier. Genau. Dann funktioniert. Hoffe ich. Nicht schlecht. Ja, Ganz viel Bock. Siehst du da irgendwas fliegen? Nein, nein, Taubsi. Nice. Was denn? Was ist nice? Bauschlampes Sprengstil gefällt mir. Eine kontrollierte Okay, Sprengung. warum? Sehr kontrolliert? Sehr kontrolliert. Diese Attacke war sehr effektiv.
Einer kann das. Lass mal raten, Mammut. Jetzt Decke ziehen. Genau, jetzt ziehst du einmal die Decke. Okay. Er ist aber beinahe müde. Hoffentlich schläfst du nicht gleich ein, wenn wir King Arthur's Gold aufnehmen. Nee, dann wird er wieder wach, weil da ist ja nur reines Gemetzel. Die erste Folge war auch reines Gemetzel, so hat sie mich auch genannt. Ja, ich auch, das Gemetzel heißt sie bei mir. Gemetzel. Bei mir heißt es das Gemetzel beginnt's. Ah. Was für einen Modus sollen wir denn heute spielen bei Kark? Das können wir nachher noch besprechen. Gucken wir nach Pixelmon. So, dann haben wir das auch. Alter, das ist ja komplizierter als es aussieht, ey. Okay. Und jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Und nimm vor allem viel Zeit in Anspruch. Ich habe gestern den neuen Hobbit-Film geguckt. Und cool. War so langweilig, cool, wie ich erwartet habe? Nö, nö, der ist cool, aber 3D wäre besser gewesen. Weil der ist, glaube ich, extra gemacht für 3D, also. Aber der ist cool. Der ist kein Weg, ey. So, das hatte ich ja auch. Okay, haben wir gleich. Haben wir gleich fertig. Ja, jetzt fehlt noch. Das. Hey Kuro, das machst du gut. Okay. Das. Ich kann ja ein Gero. Aber. Was? Ja, du müsstest eventuell noch eine Etage tiefer gehen. Wirklich eine Blocketage. Weil wir müssen hier nämlich einen doppelten Boden reinziehen. Weil ja wir teilweise hier noch Sand drüber legen müssen oben. Verstehst du? Ja, es läuft schon. Merkt er, Torchman versucht gerade dramatisch zu klingen, schafft es aber nicht. Dann halt da eine freie Höhe. Oh. Ich mach dir mal ein bisschen Licht, dann kannst du hier auch arbeiten. Nee, wer braucht bitte heutzutage noch Licht? Du jetzt so eine Dreierhöhe machen, kannst du normal, oder? Mammut, wer braucht denn heutzutage noch Licht zum Arbeiten? Das einzige Ramse, sei ruhig, ich unterhalte mich mit Erwachsenen. Mir egal, das einzige Licht, was man heutzutage braucht zum Arbeiten, ist das von dem Monitor. Viererhöhe. Ja, okay. Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel leise zu sein, weißt du doch. Ich müsste mir halt wirklich Orangensteine oder so nehmen, so wie immer halt. Das sieht mir auch von oben. Ja, gut. Könnte man machen. Ja, komm, wir machen einfach oben Orangensteine fertig. Ach, dann kannst du die Höhe hier so lassen, wie sie ist. Mein Vorschlag gewesen. Ja, ist auch okay. Ich sag ja gar nichts dagegen. Hey, eine Hälfte habe ich schon mal fertig. Oh. Erst. Das Baustand zu machen, dann geht's innerhalb von Sekunden. Kann ich alles nicht. Ich will die Fackel einsetzen. Aber jetzt sind wir meines Baustandes. Bin gleich fertig, ja. Nein! Er darf nicht fertig werden. Mit der Welt oder was? Nein, mit seinen Nerven. Mit seinen Nerven, weil du ihn nervst. Warum? Hey, ja, und das ist Torchman. Huch! Und er hat einen Weihnachtsmann-Anzug, der irgendwie pädophil aussieht. Der Weihnachtsmann. Dem passenden Jahreszeit angepasst. Wie geil. Liebe meine Abonnenten, damit die mich mal sehen. Von vorne. Vorne. Der Weihnachtsmann kommt einem schon irgendwie so bisschen pädophil rüber. Würde es ihm geben. Ich meine, das ist ein Typ, der überwacht jedes kleine Kind auf der Welt, jede Sekunde und guckt, ob es was Schlimmes oder Böses macht. Er füttert seine Elfen. Seine Wichtel? Keine Ahnung. Wie behindert ist das denn? Okay, reicht jetzt. Nicht schlimmer als die NSA. Ich weiß schon, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann arbeitet doch für die NSA. Genau. Wahrscheinlich. Was ist die Illuminaten? Wahrscheinlich ist die NSA Weihnachtsmann mit Pokerlied AG. Ja. Das ist die NSA. Ja, ist klar. Ja. Wenn man das gesehen, könnte man das so betrachten.
Und aber nur theoretisch. Ja. Ihre, sind für gesinnlich. Aber wobei, die Besten in der Spionage sind eigentlich die Deutschen, ne? Keine Ahnung. Wieso? Ja. Oh. Ja, weil 42. wir Totschmann haben, darum. Weil du noch nie von ihnen gehört hast. Ja, doch. Du bist mir im Weg. Du mir auch. Ich finde da, verschwinde da, du bist mir im Weg. Du stehst ja, allen im Weg. Immer dasselbe hier. Immer diese Anzickereien, Leute. Anzicken ist mein Job. Danke. Boah, so, ich teile das Ding jetzt in der Mitte. Eine Seite kriegst du, die andere Seite krieg ich. Ich mach grad schon ein bisschen Party hier. Fast. Warte, in der wie viele Folgen haben wir jetzt aufgenommen? Ich muss das mal eben kurz abschätzen. Null Folgen. Halbe Stunde. Zwei Folgen. Drei Folgen. Okay. In drei Folgen habe ich dann eine Überraschung für euch. Das sind drei Folgen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Genau da. Was ist das? Ah, da musst du warten, musst du dir das in, dann nachher auf YouTube angucken. Das hat was mit Blöcken zu tun. Ja. Nein. Blöcken. Doch! Oh. Dann komme ich jetzt die 5 Stunden zu spät zu Dias Ingame. Dann bin ich mitkriegen. Bauschlampe. Es hat was mit Minecraft zu tun. Dein Blöcken ist so toll und episch, wie er es sich vorstellt. Über diese eine Minecraft da mit dem. Was haltet ihr überhaupt für einen Spellbound? Spellbound? Starbound. Starbound, ja, hab ich mir mal angesehen bei einem renommierten Let's Player, aber. Renommierten Let's Player? Ja, einem renommierten Let's Player. Mit welchem Buchstaben fängt dieser renommierte Let's Player an? Und ich fand's eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Ich hab's mir ja schon geholt. Aha. Ich hab's auch schon geholt. Wie ist das? Mir gefällt's. Aber ja? Mir hat ja auch Terraria gefallen. Ach so. Was soll das denn? Was ist das denn für eine Aussage? Aber mir hat der Terraria gefallen. Ja, ist auch fast das Gleiche, oder? Es ist so. Fast das Gleiche. Es ist ja auch von den teilweise von den Machern von Terraria. Und deswegen sind da diese Ähnlichkeiten extrem. Aber soweit ich weiß, Terraria ist doch macht doch momentan keine Updates, ne? Doch. Doch. Machen sie wieder. Ja. Oh. Du guckst nicht auf meine letzte Liste. Nein. Ja. Ihr macht es bitte schön. Ihr macht es bitte schön. Ich bin keine Ahnung. Mit eigenen. Fast 900 Leute habe ich dazu überreden können. Hm, ja, die haben Schweine. Ja, die tun mir auch leid. Und bei dir, Alex? Amsterdam, wer weiß, das sind alles seine Angestellten da hier. Steht im Arbeitsvertrag. Ja, was ist? Dutchman. Der hat Angestellte? Ich hab Angestellte. Ich bin doch Chef. Ja, ich hab ja gleich auf deinen Sitz auch noch was gebildet. Ach ja, stimmt, du bist ja Chef. Dutchman. Okay, Mann, nächste Aufgabe? Deutsch mit Giftaufgabe? Du kennst doch hier diese Glowstone-Konstrukte aus dem Nether. Ja. Viel Spaß. Beleuchtung. Du willst Glowstone abbauen. Nein, nicht abbauen, sondern anbauen. Nein, abbauen. Okay, erst abbauen und dann wieder anbauen. Abbauen. Survival-Modus. Damit das hier an der Decke auch einigermaßen beleuchtet ist. Oh, jetzt habe ich wieder ausgesperrt. Jetzt über Missant oder warum ist das? Oh. Alatza. Deck? Ich meine, der sieht so hässlich aus. Kleingeld. Ja, ich sag, dann bitte Kleingeld! Was sagt der? Ich soll doch diese komischen random Nether-Konstrukte machen, die sehen natürlich voll lustig aus. Ja. Mammut fährt den Boden. Wo ist der Rest? Ich geh mal eine Etage tiefer. Ja. Das sieht schon sehr gut aus, Torchman. Aber? Gut gemacht. Nee, ich hab nichts auszusetzen. Oh, noch hast du nichts auszusetzen. Ich werde halt nur darauf achten, dass es nicht zu tief kommt. Oh. Guck, welche Ebene baust du jetzt hier genau von der... Das ist die Leiter E.
Also, Leiter B. Ja, okay, und das wäre auf der... Ich habe ja drei Bilder zu spielen. Ich weiß es selber noch nicht.